So, grüßt euch, da ist Jupiter und ich habe den neuen Patch im Gepäck und da schauen wir gleich mal rein. Und zwar beinhaltet der neue Patch, also der 1.3 Patch, die zweite englische Liga. Wo ist denn? Da ist. Genau, da sind dann Mannschaften wie Birmingham City drin oder die Blackburn Rovers oder Blackpool und natürlich die anderen alle. Also auch wieder mit Originaltrikots und so weiter. Genau, so schaut es aus. Wie schaut es bei Leeds United aus? Das schaut auch so aus. Gut, das war's schon. Und der neue Patch beinhaltet da dann, weiß nicht, neue Gesichter und so. Welche genau, weiß ich jetzt nicht. Gut, wir schauen gleich mal um. Ja, das war gerade ein kleiner Einblick in den neuen Patch, der die zweite Liga beinhaltet. So, pass auf, wir spielen jetzt gegen Frankfurt. Ja, wir haben das letzte Spiel mal verloren. Und zwar das Nordderby gegen Bremen. Die haben uns ja 2-0 vom Platz geschossen. Pass auf, wir müssen da rein. Schauen wir doch mal die Frankfurter Spende in Rot, oder? Oh, die haben ein blaues Trikot. Da ist er her. Aber die dürfen in Rot spenden und wir spenden. Ich würde sagen, in Weiß, oder? Das kennt man auseinander. Und was sagt die Aufstellung? Die schaut relativ gut aus, bis auf die Ersatzbank. Da müssen wir ein bisschen was austauschen. So, nehmen wir Ochs mit, der kann nämlich rechts außen spielen, oder? Genau. Und dann der Vierersack mit. Navio ist wieder nicht fit. Dafür nehmen wir, pass auf, einen Katscher mit. Mascherano, den lassen wir mal drin hat. So, also aus der Commerzbank Arena, die Frankfurter Eintracht gegen den Hamburger Sportverein. Und zwar, wenn ich mich täusche, am 7. Spieltag. Und das letzte Spiel haben wir auch sauber verloren, gell? Gegen Bremen haben wir keine Chance gehabt. Schauen wir doch mal, ob wir gegen Frankfurt mehr leisten. So, Lakic. Eigner, pass auf, halt, Moment mal. Eigner. Und es gibt Ecke, meine, oder? Überhaupt fest. Na, ist gut, Abschluss. Na gut. Ilicevic. Marcel Janssen. Ja, das war nicht gesehen. Meier. Auf Lakic, der erwischt den. Kann flanken. Aber verhaut den Ball, ne? Und es gibt Abschluss. Und nochmal kurz zum Patch zum Song. Der beinhaltet natürlich auch irgendwie, weiß nicht, neue Trikots und so Sachen. Genau haben wir das gar nicht angeschaut.
Zumindest weiß ich, dass jetzt die zweite englische Liga drin ist. Und es werden natürlich noch weitere folgen. Also zweite italienische Liga oder so Sachen. So, weiter Ball auf Beister, den erwischt er. Nein, den erwischt er nicht. Der war zu weit. Abschluss Trapp. Rosenthal. Auf Lakic und der war nicht im Abseits. Und das war die erste große Torschance und Westermann macht spannend. War nichts sehe. Andersson. Lannig auf Rode. Rosenthal. Oh, der war sauber gespielt. Meier. Wollte denn über den Torwart lupfen, aber er hat die ganz sicher gehaut. War ein bisschen ungenau. Aber Frankfurt gibt den Ton noch. Das müssen wir gerade mal unterbinden. Wieder Meier. So, das war nichts. Einwurf Hamburg, oder? Na, Frankfurt. Rode. Lannig. Ilicevic. Jansen, den hat den erwischt er nicht. Eigner. War auch ein Foulspiel. Ach, Van der Vaart, der spielt auch noch. Holger noch einmal mitkriegt. Jung und weiter Ball auf Monik Meier oder wer da vorne steht. Jansen. Und die Frankfurter stehen relativ gut da hinten, gell? Und wird, glaube ich, nicht leicht da hinten durchzukommen. Lakic und Meier vorne hat. Und Mascherano. Nicht ganz sauber. Das war schon eine Fehlpass, gell? Meier. Und der Ball, ja, ja. Das hier wird natürlich nicht passieren. Meier! Und der macht das Tor. Scheiße, da haben wir nicht aufpasst. Der war, eigentlich war der schon, ja, war nicht, abgewehrt. Da haben wir ihn schon gehabt. Und dann springt unser Tor dazwischen. Tja, und somit steht es 1-0 für die Frankfurter. Aber da muss man sagen, war schon Glück dabei, gell? Jetzt gibt es einen über Frankfurt. Lannig. Mascherano, der später da nicht so sauber geht. Rosenthal auf Lakic. Aslan. Ilicevic. Oma rennt Beister. Oh ja, der erwischt ihn wirklich. Und jetzt haben wir, pass auf, 41 Minuten. Scheiße, wir haben nur nicht mehr aufs Tor geschossen. Ja, das war Foul und gibt Gelb gegen Jansen, jawohl. Gut, dann haben wir ein bisschen irgendwie grob abgehakt. Freistoß Frankfurt.
geklärt zur Ecke, oder? Jawohl. Nochmal eine Chance für die Frankfurter. Oh, da steht er ziemlich frei. Also in der zweiten Halbzeit müssen wir Gas geben. Sonst meine ich, hagelt das den nächsten Niederlagen. Oh, Rosenthal. Ja, das ist das 2-0. Scheißdreck, da haben wir gar nicht aufpasst. Da wird man dazwischen gehen, scheinbar. War da nicht ganz sicher halt. Und da war er dann frei. Tja. Und somit steht es 2-0. Na, ich sehe schon, die Hessen, glaube ich, treten seine Nusch. Wenn wir so weiterspielen. Aber man muss sagen, wir haben noch keine einzige Torschance gehabt. So, und somit ist es Halbzeit. Und wir sind klar unterlegen, gell? Null Schüsse. Alter. Die schaut uns sogar nicht ähnlich. Und ich glaube mal, ich muss Mascherano runter, oder? Der passt irgendwie überhaupt nicht rein. Und zwar, pass auf, wenn wir eh schon hinten liegen, machen wir gleich mal die Offensivwelle. Hängen die Spitze, dann da mal noch Campbell rein. Aslan später zentraler. So, jetzt müssen wir unbedingt das Brecheisen außer da, weil sonst glaube ich wird das nichts mehr. 2-0 hinten. Keine einzige Torschance, das geht natürlich nichts weiter. Oh, schon wieder Frankfurt, haben wir gleich wieder. Lasoga. Und Campbell, die erste Torschance. Immerhin schon mal. So, haben wir ihn schon wieder. Beißt er. Oh, zwei vorgelegt. Lasoga. Das war ja nicht das Torschance, gell? Alles war nichts, gell? Ja, Alter, bewegt ihn mal einer. Van der Vaart auf Lasoga. Nächste Torschance, also wird schon besser. Muss gerade der Tor fallen. Naja, bleibt nur mal im Teppich, war nix. Rode. Oh, oben rennt er, ne? Eigner. War kein Problem. Campbell. Helft ihm. Ja, da war der eigene Mann im Weg. Jung. Gibt Einwurf für uns. Ja, und auf der anderen Seite geht Lucky Jobber und Josilu, da wäre da. Ja, Josilu heißt der. Der kommt jetzt. Aber toll ist das machen nicht, gell? Nichts eingebracht bisher. Lannig. Campbell. Der kommt gar nicht mehr so schlecht, aber in die Hände von Drop. Einwurf Hamburg und der nächste Wechsel. Es kommt Cutledge für Meier. Meier hat das erste Tor geschossen.
Ja, ich befürchte, wir werden das Spiel auch verlieren. Und so ohne ein eigenes Tor. Das heißt dann schon zwei Spiele ohne eigenes Tor mehr. Dafür vier Gegentore. Das schaut nicht gut aus. Das war wieder eine Torschance. Ja, das war abseits. Und zwar, ich weiß nicht, wer davon war. Wird wahrscheinlich Campbell oder Lasoga gewinnt sein. Oder vielleicht Van der Vaart. Ja, der hat sich zurückgezogen, weil er wahrscheinlich sonst im Abseits gestanden wird. Ilicevic. Ja, nicht ganz, geh weg, du Grippe. Rode. Und das war mal ein kleines Foulspiel von Van der Vaart. Bumm, warte mal. Wir können noch wechseln. Ob das was bringt, mag ich bezweifeln. Wir bringen jetzt, pass auf, für Aslan bringen wir Jirasek und Beister geht auch runter. Und Oxdev können wir. Wird wahrscheinlich nicht mehr so weit bringen, ja? Bei einem Stand von 2-0. Vielleicht noch der Ehrentreffer oder so. Wir waren auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit besser. Haben einige Torschancen gehabt, aber keine hochkarätigen. Rode. Rosenthal, der Torschütze zum 2-0. Gut, das war natürlich nicht gesehen. Und gibt nochmal Abstoß. Jetzt haben wir 86 Minuten, ja, das glaube ich wird nichts mehr. Außer vielleicht mit dem Ehrentreffer. Ja, da wird nichts mehr von jetzt. Haben gemacht irgendwie. Jung. Und wir, was haben wir? 2 Minuten. Naja, die brauchen wir nicht mehr. Verlieren da mal so auch. Vielleicht jetzt 3-0. Nicht ganz. Wird nochmal Ecke geben. Richtig. Tja, das war's. Und das verlieren wir genauso. 2-0 gegen Frankfurt.